So, wir kommen jetzt erstmal da runter. Plopp. Oh nein, wie traurig der geschaut hat. Das sind auch sehr wertvolle Ressourcen, welche du brauchst. Falls du welche brauchst. Da drin. Gold. Aluminium. Wolfram. Oh. Aluminium. Salz. Granit. Trocken. Trocken. Gut, die Pflanzen sind sehr toll. Und unten haben wir noch mehr Dünger. Oxalit. Phosphorit. Nochmal Gold. Hm. Ja, Akkuphilit nimmt er. Sehr gut. Ah, die Farm. Jetzt können wir die erstmal bauen. Blob. So, dann müssen wir die noch ein bisschen erforschen. Ja, wegen der Forschung kommt ein bisschen was. Wir sind gerade alle mit der Forschung beschäftigt, deshalb zieht den riesigen Rattenschwanz hinter sich. Oh, fertig. Sehr gut. Ein bisschen mal wieder Strom erzeugen, Wasser reinpacken, ist ja alles sehr aufwendig. Dann machen wir uns mal an Ziel 1 ran. Jetzt ein Plastik-Trikot. Ein Glanz-Trikot. Soll ich den auch mitnehmen? Warum eigentlich nicht? Ich bin doch eigentlich fast so weit. Plopp. Ich glaube, da kommt nur ein Plastik-Trikot, also ein Glanz-Trikot raus, weil es keinen anderen gibt. Aber der ist gut. Und sie können Mehlholz essen und in wachsen halt mit Dingens, also bekommt diese Schuppen, wenn sie im Wasserstoff drin sind. Den packen wir erstmal hier hoch. Sohle. So, wir müssen Eismaschine, Raumheizer, Eis-E-Lüfter. Basis, okay, wir können isolierte Ziegel bauen. Die möchte ich gerne mal bauen. Das war da oben drauf. Schon etwas kalt dort. Den Bereich dort können wir mal weggraben. Und das da auch. Wir können mal generell diese Mauer hier wegbauen. Er speichert natürlich. Das dann können wir auch mal weggraben. Und das da auch. Körpertemperatur, dann wird das sowieso nichts dort. Das kostet mich so ein Raumheizer. 120 Watt. Sehe ich nicht. Nehmen die gesamten Batterien hier. Da oben haben wir das. Haben wir sowieso schon das hier gebaut. Ich hoffe, das geht. Wir müssen das nur einpflanzen, aber dafür ist ja Dingens zuständig. Wer war denn dafür nochmal zuständig? Rio Farm. Landwirtschaft. Ruby war dafür da. Ruby ist aber gerade damit beschäftigt. Okay. Und mit Schlafen auch. Ich glaube, Ruby ist ein bisschen überlastet. Weil zur Landwirtschaft ja auch die Versorgung, Versorgung gehört. Ist ein bisschen zu viel.
Ja, wir können es ja gleich mal auf einen kritischen Alarm stellen. Damit wir wenigstens mal einen Start haben. Ja, die machen es schon. Sehr gut. So, und dann würde ich sogar das hier mal zubauen, damit wir von der anderen Seite auch so eine Schutzschicht reinsetzen können. Obwohl, brauchen wir eigentlich gar nicht. Nee, wir überschreiben einfach die Leiter. Da müssen wir nichts reinbauen. Und die Leiter können wir weghauen. Das können wir weggraben. Dann haben wir das auch so. So, was immer da passiert ist. Eieiei. Das können wir mal aufwischen. Gut, hat noch das Schlaflied. Die sind noch ein bisschen mürrisch. Weil die Bedürfnisse nicht erfüllt sind. Was sind denn deine Bedürfnisse? Untätig. Genießt einfach nur das Leben, okay? Ja, ist okay. Tiere 6 Stück. Sollte nicht passen. Mürrisch. Normale Fortpflanzung 2%. Stoffwechsel minus 80%. Zufriedenheit minus 1. Ach, weil bestimmt nicht in der Pflegestation, deswegen. Ich glaube, das liegt daran. Genau, jetzt nicht mehr mürrisch. Okay. Wir sollten den Bereich auch mal weggraben, damit das CO2 dort raus kann. Können wir von mir aus Gitterziegel reinbauen. So, sehr gut. Und jetzt erforschen wir das Geheimnis dieser Tür. Nur wo am besten? Das machen wir doch am besten hier unten. Ich glaube, da unten ist... Nee, da ist eine Pflanze, da ist nicht genug Platz. Ich glaube, hier drin können wir das machen. Springen wir nochmal darüber. Also, wir machen so eine manuelle Luftschleuse. Dann machen wir einfach Ziegel drumherum. Dann schauen wir mal, was passiert. Ich sollte nicht Gold nehmen, ich sollte Aluminium nehmen. Davon haben wir noch einiges hier. So. Sollten wir mal so eine Ziegel reinbauen, damit wir darüber springen können. Die alten kann man wegbauen. Ja, die schaffen das auch so. Gut. So, jetzt haben wir die Tür da. Und jetzt baue ich die Luftschleuse weg. Und dann passiert das Wunder der Natur. Es ist so absurd. Ich verstehe es nicht, aber es ist da. Das geht dann auch mit anderen Schleusen, nehme ich an.
Nein, die können wir wieder abbauen. Wir können es mal versuchen. Testen wir doch einfach mal Türen. Nehmen wir jetzt die Gittertür. Die ist vielleicht günstiger. Ja, die essen gerade. Die tollen eingelegten Mahlzeiten hier. Das breitet sich ein bisschen aus. So, wir können ja ein bisschen weiter forschen. Wir müssen sowieso weiter forschen. Wir brauchen die Luftschleusen. Nee, die Transitröhren. Das können wir ja schon mal erforschen für das nächste Ziel. Natürlich haben wir jetzt nur 100. Das ist klar. Jetzt nehmen wir mal die Gittertür. So, jetzt kommt die wieder weg. Bei der Gittertür nicht. Verblüffend. Die Ziegel rundherum können auch natürliche Blöcke sein. Es muss also nur besetzt sein von irgendeinem festen Material. Vielleicht auch Acker oder sowas. Ja, der ist wieder frei. So, weg damit. Mürrisch. So eine große Hedgefarm. Wo will ich eine große Hedgefarm drin haben? Hier unten? Ich meine, den Bereich brauche ich nicht. Dann baue ich da einen Zugang und dann gehen wir von oben nach unten. Nee, ich glaube, hier drin wäre besser. Und da könnten wir vielleicht einen Zugang hier rüber noch bauen. Wäre so gar nicht mal so schlecht. Forschung abgeschlossen. Wir haben jetzt Atmosensor. Und isolierte Gasleitungen, toll. Soll ich erstmal warten, bis sie hier die gesamten Sachen pflücken? Und ich baue erstmal, statt ich so eine riesige Hedgefarm baue, möchte ich erstmal einen Schrank haben, in dem ich die Eier lagere. Hier drin zum Beispiel. Die gehen zwar kaputt, aber ich werde den immer wieder entleeren. Ich möchte die halt nur nicht hier drin haben. Und dann bauen wir eine Farm auf für unsere Glanztrikots. Die können in der Zeit dann Plastik erzeugen. Die sind ja relativ einfach zu versorgen. Haben wir jetzt eigentlich noch einen dort? Ja. Der kann auch hierher. Dann einmal alle Tiereier, her damit. Plop, plop, plop. So, mehr muss ich nicht suchen, das geht ja schon. Und ich müsste mal das Material hier weghauen. Was soll denn das? Mach ich mal, das kann man alles weg. Die sie einfach mit Glas essen. So, ein neues Druckerzeugnis. Joja-Samen. Und hier sollte man Lampe reinbauen. Damit die ein bisschen schneller Sachen machen. Das ist auch noch okay. Wenn er dort steht. Ich glaube, der steht auch dort. Ja, tut er. Und dann. Hopp. So,
Beleuchteter Arbeitsplatz soll doch jetzt Bonus geben, nicht wahr? Ja, da war ja was beleuchtet. Okay, nehmen wir ein bisschen Zeug mit. Die sollen ja keine Erde essen. Das wäre ja blöd. Können die überhaupt Erde essen? Sediment, Magmatit, Obsidian, Granit. Ein schönes Erz können die essen, aber keine Erde. Gut. Wieder ein Ei, sehr schön. Und wupp. Da ist es gerade ausgefallen. Ne, ist gerade sogar noch aktiv. Können das sogar ein bisschen verschieben. Damit da was sinkt. Er will nicht singen. Aha. Kein Strom. Okay. Ja, ich verstehe. Dann hat er den nächsten Zyklus. Die sind auch gerade alle damit beschäftigt, das Zeug hier wegzutragen. Was eigentlich nutzlos ist, weil die essen sowieso nicht. Zeug mir lieber ein bisschen Strom. So, Wasserstoff haben wir ja hier drin. Dann planen wir mal so eine Trikotfarm. Die könnten wir. Welche Temperatur halten die denn aus? 35 bis 90 ist ein bisschen hoch. 25 bis 60, Überlebensbereich 5. Ja, die Temperatur haben wir eigentlich überall. Aber es wird immer alles kälter hier. Hier ist es halt richtig kalt an der Seite. Oben auch. Hier unten könnten wir was bauen. Brauchen die Sauerstoff? Ich glaube, wir brauchen keinen Sauerstoff. Aber die Mehlholz könnte sogar auch in CO2 überleben. Also wäre es nicht schlimm, wenn wir das hier irgendwo hier unten reinbauen. Hier zum Beispiel. So. Wupp. Machen wir das doch hier so. Ein schöner Bereich. Vielleicht sogar ein bisschen größer. So. 88. 96, okay. Dann bauen wir den so. Wir müssten nur alles unten auskleiden. Mit Zeug. Machen wir das doch. Warte, er musste weiter unten. Machen wir das so. Das kommt später. Okay. 60.000. Das geht gut voran. Der Koch muss nur hinterher kommen. Und dank Licht 15% schneller. Das baute sogar noch. So viel Zeit hat er. Thank you.
Oh ja, wir brauchen noch eine Rückwand. Die bauen wir mal dahin, damit das nicht so blöd ausschaut. Mein schönes CO2. Ich glaube, das sollte ich von der Prio ein bisschen höher setzen. Zum Glück dauern Trockenwelle nicht so lange. Nicht so wie diese Temp-Shift-Blades. So, sehr schön. Dann machen wir noch diese Wand. Dann hätten wir es. Also hätten wir es. Wir haben das Wichtigste erstmal gelöst. Das können wir aufwischen. Das da unten. Ah, da sollte ich noch ein bisschen was machen. Wir bräuchten ja noch Platz. Die Tiere können hier gepflegt werden. Pflegen, 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 pflegen. Da. Dann müssen wir die ja noch scheren. Und Platz für die Farm selber müsste dann hier diese Ablöcke sein. Ist nicht viel Platz. Wenn wir die Farm noch ein bisschen weiter runterbauen, sollten wir aber Platz haben. Also nochmal ein bisschen tiefer. Ungefähr so. So, jetzt haben wir 90 Kacheln. Ist echt. Warte. Ich dachte, wir hätten zu wenig. Zu viel Freiraum. Ist ja zu wenig. Ich baue sogar noch eins tiefer. Will ich das wirklich so tief bauen? Ich brauche Platz für die Farm. Die kann von mir aus irgendwo hier an der Wand sein. Das ist ja kein Problem. Ist ja schön. Graben wir das erstmal weg. Das machen wir so. Das machen wir so. Das so. Okay, dann brauchen wir einmal die Station. Pflegestation da, Scherenstation da. Dann brauchen wir einmal die Aussetzer. Also wie viel Platz haben wir jetzt hier? 110. 4 Kacheln können wir nicht reinbauen. Ist ja gar nichts. Wie viel essen die denn ausgewachsen? Eine Einheit, okay, 1:1. Wenn wir 6 Tiere drin haben, bräuchten wir an die 6 Platz. So viel. Und ein bisschen über. Und ich hätte gerne eine Lampe drin, das wäre auch nicht schlecht. Damit das einfach ein bisschen schneller geht. Wo ist meine Scherenstation? Die ist hier. Machen wir da eine Lampe dazwischen. Hier ein Tieraussetzer. Dann da, wo ist meine Lampe? Da. Ah, okay. Dann machen wir noch einen Gasabzug. Den können wir hier in der Mitte bauen. Ja. So, dann hätten wir 100 minus 6 Stück. Wir brauchen ein bisschen mehr Platz. Wir haben sogar 7. 3 und wir bräuchten eigentlich noch 3 Stück. Die können wir einfach hier oben reinsetzen. Aber das halt so. Dann so zu später und dann geht das. Können wir auch jetzt schon machen.
So. So, wer erstickt denn da? Ja, gut gemacht. Respekt. Du bist verloren. Auf ewig. Wir könnten höchstens Granit, eine Leiter, Granitleiter bauen. Und hoffen, dass du das überlebst. Holy, wie ist denn das passiert? So, auf mit dir. So, kannst du? Kannst du? Kannst du? Er kann. Okay. Das ist sehr merkwürdig. Weg mit dir. So, hat funktioniert. Dann weiter. So, dann brauchen wir noch Trockenwände. Blub, 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 blub. So, gerade noch geschafft. So, dann brauchen wir noch Kabel. Die kommen mal da runter. Die können wir hier oben reinpacken. Da habe ich überall den kritischen Alarm drin. Wir nehmen mal Starkstromverbindungsplatte. Die kommt einfach mal hier durch. So, da brauchen wir noch ein Gasrohr. Mhm. Gut, den können wir darüber springen lassen. Nicht dasselbe wie letztes Mal. Da sind wir damit das schon mal. So. So, zwei haben wir. Können wir noch den dritten reinwerfen? Haben wir noch einen Dreko irgendwo? Stimmt, den dritten haben wir hier. Ich möchte nicht alle wegwerfen. Das wäre ein bisschen schlecht, weil ich hätte noch die Fingerhutschilfe drin. Ist alt. Uiuiui. Wie alt? Der ist schon 139 Zyklen alt. Älter als wir auf diesem Planetoiden. Algen, sehr wichtig. So, was ist mit Nikola, dass er nicht die ganze Zeit durchkocht? Ich nehme mal Bauen bei dem wichtiger, weniger wichtig. Er soll weniger bauen. Er soll das nicht als so wichtig ansehen.